Die Auslöser der Proteste, das waren ja vor allem soziale Probleme, wie zum Beispiel die hohe Arbeitslosigkeit. Was haben wir denn da im Iran für eine Ausgangslage, die sowas bedingt? Ist es schwer, das auf einen Faktor jetzt runter zu dividieren. Also die Unzufriedenheit gerade vieler junger Leute mit dem Regime im Iran und den sozialen und wirtschaftlichen Zuständen ist ja nichts Neues, sondern es hat auch in den letzten Jahren im Iran immer wieder Streiks, Massendemonstrationen gegeben, über die kaum berichtet worden ist. Der jetzige Auslöser war eigentlich ein relativ geringer. Es ging eigentlich darum, dass die sogenannten Hardliner, die ja auch mit Rouhani unzufrieden sind, eine Demonstration in Mashhad organisiert haben, die ihnen dann komplett entglitten ist und sich wie ein Lauffeuer sozusagen über den gesamten Iran ausgebreitet hat, innerhalb weniger Tage, in letztlich alle Teile des Landes, was ganz wichtig ist, denn der Iran ist ja ein Land, in dem sehr viele auch Nicht-Perser leben, also Kurden, Araber, Balutschen, Aseris, und auch in diesen Gebieten finden im Moment Massenproteste statt. Also das war sozusagen der Auslöser. Die Unzufriedenheit mit der ganzen Situation ist in den letzten Jahren im Prinzip die ganze Zeit gewachsen. Die Massenproteste 2009, die ja erwähnt wurden, sind ja damals brutalst unterdrückt worden, sozusagen aufgeschoben und nicht aufgehoben. Also jetzt ist das die nächste große Protestwelle, die sich allerdings in vielem von den 2009 unterscheidet. Und du selbst, du stehst ja auch in engem Kontakt zu Iranern und Iranerinnen, die gerade dort vor Ort sind. Was bekommst du denn von der Lage damit? Wie geht's den Menschen im Iran, die du jetzt kennst, und was bewegt sie? Nur es wird immer schwieriger, mit ihnen zu kommunizieren, weil im Augenblick das Regime de facto das Internet verlangsamt beziehungsweise viele Internetplattformen ausgestellt hat, die für die Kommunikation extrem wichtig waren. Man möchte nicht, dass diese Bilder hochgeladen werden. Die Bilder aus dem Iran sind ja angesichts der extremen Zensur, die dort im Land herrscht, ganz, ganz wichtig, um eine breite Öffentlichkeit herzustellen. Und für die Demonstranten ist diese Öffentlichkeit ganz wichtig, gerade angesichts der Tatsache, dass eben die iranischen Sicherheitskräfte extrem brutal gegen diese Demonstration vorgehen und man eben auch aus Syrien weiß, wo ja das Assad-Regime in den letzten Jahren mit extremer Brutalität gegen die Opposition vorgegangen ist, mit Unterstützung des Iran, was einem blühen kann. Insgesamt herrscht eine, man möchte fast sagen, Aufbruchsstimmung, zumindest was die Kontakte, die ich habe, anbelangt. Die Leute sind hoffnungsfroh, dass das jetzt sozusagen der nächste wirklich wichtige Schritt ist zu einem Ende dieses Regimes. Interessant an diesen Protesten ist, dass sie überall stattfinden und nicht nur im persischen Herzland des Iran, und dass sie sehr schnell sozusagen sich gegen das System der Islamischen Republik Iran gerichtet haben. Also es keine Spaltung gibt in sogenannte Reformer und sogenannte Hardliner, wie das 2009 der Fall war, wo die grüne Bewegung ja die Präsidentschaftskandidaten Mousavi und Karoubi unterstützt haben, sondern dass es hier von Anfang an gegen das System geht, also gegen Rouhani, den angeblichen Reformer auf der einen Seite, und gegen natürlich Ali Khamenei, den Revolutionsführer, der sozusagen den Iran zusammenhält. Und die Forderungen oder die Forderungen auf der Straße auch sehr, sehr dezidiert sind. Zum Beispiel wird gefordert, eine iranische Republik statt einer islamischen Republik, also ein Ende dieses Systems. Man fordert Freiheit, Gleichheit und ganz wichtig auch zum Beispiel ein Ende des Kopftuchzwangs, also wirklich auch eine Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Das heißt, diese Proteste sind von Anfang an wesentlich radikaler, als die 2009 waren. Du hattest auch schon angesprochen, wie die Zensur da den Demonstrierenden die Öffentlichkeit mit wegnimmt. Und gerade wenn man hier Nachrichten liest von Tageszeitungen, von größeren, wird sich da auch oft als Quelle auf das iranische Staatsfernsehen bezogen, was ja auch unter einer Zensur leidet. Inwiefern kann man hier überhaupt da unverfälschte Informationen von den iranischen Protesten bekommen?
Unverfälscht ist immer sehr schwierig, weil natürlich auch die Leute, die jetzt diese ganzen Videos hochladen, ein politisches Interesse haben. Das sind diese, sozusagen, Medien sind immer Teil, ja, auch von Demonstrationen, Aufständen, Revolutionen. Das heißt, die Vorstellung, es gibt die ganz objektive Berichterstattung, ist generell etwas problematisch oder falsch. Aber es gibt sehr viele Kanäle, sehr viele auch Iraner, die versuchen, möglichst breit zu berichten. Bei uns ist es so, das iranische Staatsfernsehen unterliegt keiner Zensur. Das iranische Staatsfernsehen ist ein Propagandainstrument des iranischen Staates, mehr nicht. Insgesamt ist hier festzustellen, dass das in der Bundesrepublik es ja einen sehr engen Kontakt vor allen Dingen zwischen der deutschen Regierung und der iranischen Regierung gibt. Also es eine große Zurückhaltung gegenüber diesen Demonstrationen gibt. Das Statement des Auswärtigen Amts war hochgradig peinlich und hat beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen und keinerlei sozusagen Sympathien jetzt für das Anliegen der Demonstranten geäußert. Und in Deutschland gibt es ja auch diesen falschen Narrativ, dass eben Rouhani eigentlich ein Reformer ist, den man unterstützen müsste, was vorne und hinten nicht stimmt. Unter Rouhani sind mehr Menschen hingerichtet worden als unter Ahmadinejad, und Rouhani ist einfach Teil dieses Establishments, gegen das sich jetzt diese Demonstrationen richten. Wir hatten jetzt hier im Gespräch auch schon ganz oft über die Grüne Bewegung von 2009 gesprochen, und da fallen dann natürlich auch schon wieder Worte wie Rebellion, Revolution. Kann man das denn schon als solches bezeichnen, oder inwiefern unterscheidet sich das noch? Naja, Revolution halte ich für einen sehr problematischen Begriff, wenn es um den Iran geht, weil im Iran hat die Revolution 1979 stattgefunden, die Islamische Revolution. Und was man jetzt fordert, ist ein Ende der Revolution, also eine Rückgängigmachung der vermeintlichen Errungenschaften der Revolution. Also um es mal ganz platt zu sagen, die Islamische Revolution hat Ungleichheit zwischen den Geschlechtern institutionalisiert im Iran, wo Frauen einfach rechtlich anders gestellt sind als Männer, wo sie verschleiert sein müssen etc. Wenn man jetzt fordert, wir wollen Freiheit und Gleichheit, will man letztlich ja diese Revolution rückgängig machen. Deshalb bin ich mit dem Begriff Revolution immer etwas vorsichtig, weil spätestens eben seit 1979 weiß man, dass Revolutionen nicht unbedingt etwas Gutes, Progressives sein müssen, sondern etwas anders. Aber was jetzt im Moment, und wir wissen ja nicht, wie lange diese Proteste jetzt noch gehen, ob sie niedergeschlagen werden, welche Wirkung sie haben, aber was man momentan schon sieht, ist, es ist keine Reformbewegung. 2009 war im Kern eine Reformbewegung. Man wollte, man hat sich gegen die Wiederwahl von Ahmadinejad gestellt, und man wollte sozusagen, dass dieses ganze System sich eher reformiert. Das ist jetzt radikaler. Ne? Und die Forderungen und Rufe auf der Straße sind ganz klar: tot Khamenei, tot Rouhani, weg mit den regierenden Klerikern, also sehr viel kompromissloser. Wie gesagt, den Begriff Revolution würde ich in diesem Zusammenhang mit äußerster Vorsicht nur verwenden wollen. Du hattest auch schon diese mediale und politische Reaktion und Rezeption dieser Proteste angesprochen. Da kommen ja auch Reaktionen bereits von der EU, die iranische Regierung da zur Wahrung von demokratischen Grundsätzen aufruft, und einige Politiker finden da auch deutliche Worte. Anders macht das dann das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder die Medien wie das ZDF, das über einen Tweet von Donald Trump meinte, er würde die Proteste anstacheln oder anfeuern, nur weil er sich solidarisch mit den Protestierenden zeigte. Wie bewertest du da so die politische, mediale Reaktion auf die Proteste im Iran, und wo liegt da auch ein Bild von dem iranischen Regime drunter, das da von den Medien gezeichnet wird? Wie kommt das weg? Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also in Europa pflegt man ein sehr enges Verhältnis zum Iran. Man nennt dieses iranische Regime immer einen wichtigen Stabilitätsfaktor. Man hat den Iran als Partner im Kampf gegen den Islamischen Staat behandelt. Man möchte dieses Atomabkommen, das ich für falsch halte, unbedingt behalten, die Sanktionen aufheben. Es gibt ein enormes wirtschaftliches Interesse am Iran. In der EU hat es Tage gedauert, bis überhaupt mal ein lauwarmes Statement von der außenpolitischen Sprecherin da gekommen ist. Insgesamt ist man
denke ich, überrascht worden von diesen Protesten und möchte eigentlich, dass das möglichst schnell jetzt aufhört und man zur Tagesordnung wieder übergehen kann. In den USA hat sich mit dem Machtantritt von Trump der außenpolitische Kurs gegenüber dem Iran doch schon relativ geändert. Obama war sehr stark fixiert auf das iranische Regime. Also 2009 hat Obama ja auch nicht die Proteste wirklich unterstützt. Das Ziel der Obama-Administration war dieses Atomabkommen und dem hat man sehr viel geopfert, etwa die Protestbewegung in Syrien. Es gab Zugeständnisse an Drogenhandel der Hisbollah, die ja ein ganz wichtiger Verbündeter ist. Also kurzum, unter Obama gab es etwas wie eine Appeasement-Politik gegenüber dem Iran. Zumindest formell hat Trump da eine 180-Grad-Wende durchgeführt und seine Statements gegenüber der Natur des iranischen Regimes und jetzt auch dieser Protestbewegung halte ich für wesentlich sympathischer, was nicht heißt, dass man ansonsten Trump für eine extrem für einen Sympathieträger halten muss. Aber außenpolitisch macht es natürlich schon etwas aus, ob die USA sich jetzt relativ dezidiert auf Seite der Protestbewegung stellt oder wie im Falle von Obama eher auf Seiten der Regierung. Du hattest schon gesagt, was jetzt genau aus diesen Protesten wird, wie lange sie noch dauern werden, ob sie niedergeschlagen werden. Das kann man alles noch nicht so wirklich wissen und erahnen. Vielleicht kannst du trotzdem noch eine Prognose oder einen Ausblick geben darauf, was die Proteste verändern können oder vielleicht auch schon haben. Ja, sie haben schon sehr viel verändert. Also der Iran ist ja ein ganz, ganz wichtiger Akteur im Nahen Osten und in Syrien, im Irak, im Libanon spielt er eine ganz, ganz wichtige Rolle auch, was die Unterdrückung der dortigen Protestbewegung anbelangt. Der Iran hat in den letzten Jahren eine enorme Expansionspolitik betrieben. Und man sagt ja sozusagen, er kontrolliert jetzt 4 arabische Hauptstädte, Sana'a im Jemen, Damaskus, Beirut und Bagdad. Und es schien ja so, dass der Iran der ganz große Gewinner der Entwicklung der letzten Jahre gewesen ist. Jetzt haben diese Demonstrationen auch eine ganz klar außenpolitische Botschaft, nämlich Rückzug aus Syrien. Wir interessieren uns nicht für Gaza, wir interessieren uns für den Iran. Also diese ganze hochaggressive iranische Außenpolitik, die ja letztlich auch auf die Vernichtung von Israel zielt und darauf zielt, eine Hegemonie im Nahen Osten zu errichten, scheint auf großen Unmut innerhalb von zumindest bedeutenden Teilen der iranischen Bevölkerung zu stoßen. Was jetzt auch eine ganz wichtige Botschaft ist an die Syrer, an Libanesen, auch an Israelis, Irakis etc., dass eben diese Außenpolitik nicht wirklich auf breiter Unterstützung fußt. Das sind Botschaften, die sind in den letzten 4 Tagen um die Welt gegangen. Ein Sturz dieses Regimes im Iran würde den Nahen Osten ganz, ganz grundlegend verändern. Der Iran steckt hinter einer gezielten Islamisierungspolitik und macht das sehr, sehr geschickt. Wesentlich geschickter, als das früher etwa Saudi-Arabien gemacht hat. Auch für heute sind wieder in dutzenden Städten Demonstrationen angekündigt und zumindest ist klar, jetzt nach 5 Tagen, dass es eine recht breite Bewegung, eine Bewegung, die auch nicht nur wie 2009 von einer Art von Mittelschicht vor allen Dingen unterstützt wird, sondern weil sie eben auch einen sehr stark ökonomischen Aspekt hat, gegen eben schlechte Löhne, Arbeitslosigkeit, sind es vielmehr auch einfache Leute. Das andere, was ganz wichtig ist, ist, der Iran ist ein multinationales Land. Die Mehrheit der Iraner sind nicht Perser, sondern eben, wenn man sie zusammen addiert, Kurden, Araber, Aserbaidschaner, Luren, Balutschen. Und diesmal finden diese Proteste wirklich überall statt. Also auch in den von Arabern besiedelten Provinzen Khuzestans, in Kurdistan, in Aserbaidschan. Das heißt, es ist eine weit populärere und weiter verbreitete Bewegung, als das 2009 war, auch wenn vielleicht noch nicht solche Menschenmassen auf die Straßen gegangen sind. Es scheint schwierig zu sein, das jetzt irgendwie erstmal gewaltsam zu unterdrücken, aber dieses Regime und vor allen Dingen die Revolutionsgardisten und Basiji-Milizen sind bereit, da Blutbäder anzurichten und bis zum Äußersten zu gehen. Also ist es sehr schwer zu sagen, was passiert. Es hängt sehr viel von der internationalen Unterstützung der Protestbewegung ab. Die Frage ist, werden Hardliner, Revolutionsgardisten da sehr lange zugucken? Wird es unter Umständen, was viele befürchten, einen Putsch geben und danach eine Art von Militärdiktatur? Oder ist das Regime wirklich im Kern so geschwächt, dass interne Differenzen ausbrechen, die
Teile etwa des Klerus sich auf die Seiten der Protestbewegung stellen, Militär und Polizei sich weigern, in die Demonstranten zu schießen und man dann eben durchaus, wenn diese Proteste weiter anhalten, so etwas wie eine Transformation oder Umsturz sehen wird. Aber das ist noch sehr, sehr sehr früh darüber jetzt Prognosen abgeben zu wollen. Es ist zumindest, denke ich schon mal, eine der bedeutendsten politischen Ereignisse, die momentan stattfinden, eben weil der Iran für den Nahen Osten und auch weltweit ein so enorm wichtiges Land ist. Und jetzt dort etwas passiert, womit vor noch 2 Wochen eigentlich niemand gerechnet hat.